Liebe Freunde, hier ist euer Freddy. Willkommen zurück zum Königreich von Schweden. Willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ja, König Gorm hat seinen ersten Krieg gewonnen. Wie üblich hat der Jarl von Egdafylki versucht, hier seine Ansprüche durchzusetzen und ist halt natürlich dabei gescheitert. Wir haben folgendes Problem hier auch noch. Einer unserer Jarls trägt hier den Titel Jarltum von Halogaland und ist sauer auf uns, dass wir ihn die Vasallen hier nicht übertragen. Aber das ist ein bisschen schwierig, weil er da überhaupt keine Länder hat. Und wenn ich einmal anfange, dann hat er hier quasi komplett alle Länder rein. Wie das hier zustande gekommen ist, kann ich auch nicht mehr so ganz nachvollziehen. Auf einmal waren die alle an uns gebunden. Und so ganz erklären kann ich mir das nicht, weil wenn wir uns die Titelgeschichte angucken, ist halt alles ererbt. Er hat es irgendwie übernommen, steht hier. Den Titel. Wie er das gemacht hat, wie er das hinbekommen hat, ich weiß es einfach nicht. So. So, dann lassen wir das mal weiterlaufen. Uns fehlen noch Champions. Wir haben welche eingeladen. Das läuft gerade. Ich würde mich ja auch als... einsiedlerischer Mensch auch mal jetzt zurückziehen und ein bisschen Spannung verlieren. Endlich finde ich meinen Frieden. Unsere Vasallen setzen sich auch hier fest, sehe ich gerade. Und was macht unser Ratspitzel eigentlich? Champion ist eingetroffen. Sehr schön. Der soll auch gleich an den Hof rekrutiert werden. Dann sieht es folgenderweise aus. Der wird gezwungen. Wir verbieten es auch so einigen. Keinem ist es erlaubt. Mal schauen, ob das reichen wird. Wir gucken noch mal, ob wir was in Estland finden. Machen wir das nicht gerade? Bergslagen gucken wir gerade was. Aber da hat sich das auch aufgelöst gerade. Nur hier die Bauern machen Stunk, weil wir sie bekehren. Okay. Lassen wir es mal weiterlaufen. Unser Nachbar wird angegriffen. Kurland. Ein Bauernaufstand. Es ist unglaublich, wie viele Meinungen und Bedürfnisse meine Tochter und Erbin Ulfilde hat. Meistens will sie mir sogar sagen, was ich zu tun habe, anstatt andersherum. Sie wird herrisch. Sehr gut. Er hat nichts gefunden. Dann wird er es wohl am besten wissen. Befehlshaber wurden beträchtlich verbessert. Sehr schön. Dann soll unser Ratspitzel mal wieder was in Estland suchen. Und ich lasse mal richtig schnell laufen jetzt. Seht her, ich bin Tolier, der Garstige. Bringt mir Humpen mit Bier. Frauen und die süßeste Leckerei, die ihr finden könnt. Es sei denn, ihr wollt meinen Zorn heraufbeschwören, brüllt dieser Mensch der versammelten Menge entgegen. Ganz offenkundig langweilt sich dieser massive Krieger und ist auf Ärger aus. Vielleicht ließ all sein Zorn sich in meinen Reihen besser nutzen. Gibt es denn niemanden, der es wagt, mir die Stirn zu bieten? Feiglinge, was würde ich nicht für eine ordentliche Rauferei geben? Das sind wir nicht. Wir nehmen ihn mal an unseren Hof.
Und er wird unser Champion. Tolia. Vasallen kämpfen nicht. Bartspitzel Höfling Eichfrier soll dann mal kämpfen für uns. So, Vorzüge verfügbar. Wir könnten Profit machen. Dann können wir unseren Glauben reformieren. Strahlend. Frömmigkeitsauswirkung 100. Wir nehmen mal Profit. Unser Neffe wird angegriffen und noch ein Champion ist eingetroffen. 12er. An den Hof rekrutieren. Der kämpft für uns jetzt. Super. Unser Nachbar wird angegriffen. Das lassen wir einmal alles. Gast. Dieser Geruch nach Hirschbock ist vollkommen unerträglich. Es ist nun schon einen vollen Monat her, seit Tolia das verflixte Vieh bei der Jagd zur Strecke brachte. Und er trägt den mahnzerfressenen Kopf dieses Dings immer noch mit sich herum. Jedem in Sigtuna hängt dies zum Hals heraus, doch er weigert sich, diese verdammte Trophäe loszuwerden. Anscheinend hat der Rest des Hofs nun aber die Nase voll, denn man hat ihn gezwungen, sich zwecks eines Urteils in diese Sache an mich zu wenden. Ja, es stinkt, weg damit. So. Können wir denn bald... Ja, wir können bald investieren. Ich werde mir jetzt auch mal überlegen, ob ich unsere Kriegsregimenter nicht weiter ausbaue. Wobei noch nicht. Die Wildnis ruft man mir nach. Es ist schon zu lange her, dass ich das letzte Mal auf der Jagd war. Dort draußen, in Ugland gibt es viel verlockende Beute. Hirschböcke sind die verlockendste. Solch ein Tier würde sich heute Abend als Brat auf meiner Tafel gut machen. Mir fehlt allerdings noch etwas. Sind meine Jagdspeere zu alt und stumpf oder mangelt es mir an einem Gefährten? Ich sollte mich unbedingt auf meine Jagd vorbereiten. Ein Haushund? Neu gefertigte Speere? Ja, brandneues Werkzeug, sehr schön. So, dann lassen wir mal wieder schneller laufen. So, Ehepartner der Sache gewachsen. Einige meiner Ratsmitglieder glauben, dass ihr Posten ihnen allein aufgrund ihres Blutes oder ihres Einflusses zusteht, wie sie doch irren. Ich erwarte Ergebnisse und doch werde ich häufig enttäuscht. Nach einem langen Tag beschwere ich mich gerade bei Asta, als sie mich unterbricht. Lass mich in dieser Sache einschreiten, Gemahl, und ihnen ein wenig Unterricht erteilen, um ihren Geist zu schärfen. Er ist einsiedlerisch. So, Jarl Rikulf. Er ist unser Marschall. Sie kann keinen Unterricht davon, deswegen bleib doch lieber bei mir und wir beschlafen sie. Aktion gegen uns geschaffen. Will König, er will König werden, ja? Oh, okay. Großplot abhalten. Es wird höchste Zeit, dass ganz Schweden zusammenkommt, denn es sind Opfer darzubringen. Diese Rituale vereinen nicht nur die Gläubigen, sondern sie festigen auch meine Stellung als König des gesamten Landes. Ihr richtet einen Großplot aus, was Folgendes umfasst. Das Festigen der Größe des Festes, die Auswahl, was oder wer geopfert wird, der Gewinn oder Verlust von Volksmeinung und Charaktermeinung, abhängig von den Grundsätzen des Glaubens eurer Untertanen. Frömmigkeit erhalten, da ihr Asatru seid. Ja, wir machen das mal. Im Tode liegt die Wiedergeburt. Auch wenn im Jahreslauf kleinere Blot zu vielen Gelegenheiten abgehalten werden, kommen die Asatru von Schweden einmal im Jahrzehnt für eine große Feier und, was noch wichtiger ist, für ein Großopfer zusammen. Es wird zwar reichlich Blut für die höchsten Mächte vergossen, doch das Fleisch der Opfergaben geht an die Gläubigen.
Ein derart reichhaltiges Mahl führt meist auch zu einem rauschenden Fest. Natürlich sind solche Unterfangen teuer und es müssten sicher nicht alle Asatro eingeladen werden. Alle Freien aus meiner Domäne sollen kommen, alle Adligen und Gemeinden aus Königreich sind eingeladen. Ja, alle. Begeisterte Bekehrung. Sehr gut, lassen wir laufen. Königin, gut. Vasallen erklären sich den Krieg. Biton gegen Hensigland. Okay, lassen wir sie mal machen. Vasall erklärt einem anderen Reich den Krieg. Er hier gegen ihn, ja. Gerne. Jarl Rikulf ist nicht beeinflusst. Schau mal im Rat und wir schauen mal bei den Vasallen nach. Ein Blot kann eine große oder eine kleine Angelegenheit sein. Der Tradition nach gibt es sowohl Menschen- als auch Tieropfer, denn die Götter werden mehrere Gefangene geopfert, vielleicht sogar jemand, den ich als Tribut ausgewählt habe. Die Grundsätze des Glaubens mögen es verlangen, doch viele meiner Vasallen halten dieses Gedanken für barbarisch und die Zeremonie kann auch nur mit Tieren durchgeführt, wenn ich lieber keine Kontroverse will. Ordentliches Aufgebot an Tieropfern sollte reichen. So, es ist noch mal eine neue Fraktion erschaffen worden. Wir werden mal Jarl Ofeig versuchen zu beeinflussen. Oder wir gucken mal bei den Fraktionen nach. Nur er. Vasallen. Jarl Ofeig hat 94 Mann nur. Er hat 350 aus Norland. 350, den Norländer. Den müssten wir mal beschwichtigen. Beeinflussung. 2 Jahre. So, ich überlege jetzt mal, um ein Großreich zu gründen. Ein neues Großreich. Wir müssen erhaben haben. Wir sind Ruhmstufe 2. Also wir brauchen erhaben. Reichsgröße muss 120 sein. Ja, wir. Reichsgröße ist 120 oder mehr. Nö, haben wir noch nicht. Gut. Können wir eh nicht machen. Das passt hier halt gar nicht, ne? Das passt hier nicht. So. Das passt hier nicht. Ich muss diesen Titel hier aberkennen. Titel aberkennen. So. Neffe wurde gefangen genommen. Er hat nichts gefunden. Ja, wir suchen mal weiter hier jetzt. Rat. Alles löschen. Das große Blot. Die Gäste beim Blot sind derart zahlreich, dass sie die gesamte Gegend rund um das Gotteshaus herum bevölkern und sie entfesseln ein ohrenbetäubendes Gebrüll, als eine ansehnliche Parade von Opfertieren zum Altar geführt wird.
Eines nach dem anderen werden Schweine, Rinder und Pferde herangebracht, erdrosselt und dann geschächtet. Das Fleisch kommt aufs Feuer, um anschließend verspeist zu werden. Sämtliches Blut wird in eine Schale gesammelt und Goden verwenden es, um die Wände des Gotteshauses drin wie draußen zu bemalen. Wahrlich ein Spektakel, das der höchste Mächte würdig ist. Für Odin, für Freya, für Njörd. Den Adel zu beeindrucken. Wir machen das mal mit dem Adel. Oberhäuptling Beise von Kurland, ja? Er hier. Jarl Ofrek hat in einer ehrlosen Keilerei jemanden erschlagen. Okay. Das ist er hier. Ihm gehört Jamtaland. Er ist mächtiger Vasall, will einen Posten. Okay. Das Opfer meiner Tante, Häuptling Mikova. Kann uns das egal sein? Kurland. Was für ein Herrscher sind wir denn? Wir gucken mal. Wir sind ein zufriedener, paranoider und sturer. Nö, ein guter Scherz, Ofeig. Das ist nicht etwas, was wir machen. Blick in die Sterne. All die Abende, die ich in die Sterne im Himmel beobachte, konnte ich mit meinen eigenen Augen sehen, wovon ich zuvor nur gehört hatte. Die Sterne bewegen sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und ändern ihre Bahn zu verschiedenen Zeiten, aber offenbar in großen Gruppen, je nachdem, welcher Himmelskugel sie angehören. Man könnte mit den richtigen Formeln sogar ihre Bewegungen vorausrechnen. Mein Reisgute verurteilt dies natürlich. Lasst den Himmel in Frieden. Das Reich ist über uns, ist die Domäne der Ältesten. Wisst, wie ihr wisst. Er ist ein Intellektueller. Es zieht mich als König, Zeit auf See zu verbringen, mit der salzigen Brise im Gesicht und feinen Planken unter den Füßen. Heute sind mein persönliches Schiff sowie ein kleines Geschwader als Eskort unterwegs, sowohl zu Übungszwecken als auch zum Vergnügen. Die kurze Fahrt war bereits eine berauschende Abwechslung vom Leben bei Hofe, als wir es erspähen. Eine ferne Wasserfontäne, gefolgt von einer kleinen Insel aus weindunklem Fleisch, die sich kurz aus den Wogen schält. Die größte Bestie der Tiefe. Er ist nicht so der Kämpfer. Wir lassen es ziehen, er ist ein Intellektueller, also. So, ich kann jetzt Hallo Garland schaffen. So, und zwar. Wie sieht's denn mit Hallo Garland so aus? Wer hält die Hauptstadt? Und zwar hält es der hier. Der wird Herzog von Hallo Garland.
Ariete können wir nicht übernehmen. Wir erschaffen es mal. Und werden es auch gleich an... Er ist jetzt unser Vasall natürlich. Und geben es dann auch mal natürlich gleich ihm hier. Dem Häuptling Björgolf. Titel vergeben. Jarltum von Hallogaland. Er ist jetzt Jarl. Und er kriegt jetzt... Nein, lasst uns keine weitere Zeit verschwenden. So. Diese Fraktion gibt es ja immer noch. Und zwar, wir werden mal hier schauen. Was er hier noch zu verbergen hat. Trumps. Wir werden jetzt ihm Ländereien übertragen. Ah, haben wir bereits schon gemacht. Ja, okay. Sehr schön. Perfekt. Er müsste uns ja jetzt lieben, ne? Ja, er liebt uns sogar sehr. Ja, dann lassen wir es mal weiterlaufen. Das hätten wir gelöst. Ist hier. Wispy. Feuer, Mensch. Ich werde, nachdem ich das hier gemacht habe, werde ich mal am eigenen Hofe auch mal Ausschau halten, was die Sachen sein könnten. Und Friedenszeit 12. Vasallen. Schauen wir mal ganz kurz nochmal hier. Vasallen. Eigentlich mögen uns alle. Das ist gut. Fraktionen haben sich auch aufgelöst. Hier sind die unzufrieden. Fremde Kulturgruppe etc. Ja, das sind halt so Polabia etc. Oder bekehrte Völker. Da lassen wir uns nicht einschüchtern. Festmahl wird es nicht geben. Ja, unser König hat seine Macht gefestigt, muss ich sagen. Jarltum von Uppland. Wir werden ihn unterrichten. Vormundschaft anbieten. Er ist... er wird bei mir unterrichtet. Ausgezeichnet. Und ja, ich muss sagen, es läuft ganz gut. Wir haben ein Blot abgehalten. Das erste Mal Großblot. Im Königreich von Schweden.
Die Macht ist sehr gefestigt, muss ich sagen. Erstaunlich. Unser König ist noch sehr jung, 34 Jahre alt. Und wir werden uns mal nächstes Mal angucken, was es bedeutet, die feudale Lebensart anzunehmen. Weil wir sind ja noch ein Stammeskönigreich. Muss sagen, Schweden ist stabil. Und so können wir auch diese Folge beenden und gucken mal, wo es uns das nächste Mal hinbringt. Und ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Euer Fadi. Ciao, ciao.